John, hallo. Während meines Umzuges bin ich auf eine Buchreihe nochmal gestoßen, die ich vor langer, langer Zeit mal gelesen habe, die ich unglaublich toll finde. Wolfgang Holbein, der Magier. Hier ist das Tor ins Nichts, das ist, glaube ich, der dritte Teil. Der Erbe der Nacht ist der zweite Teil. Ich weiß, ein bisschen Werbung vielleicht an dieser Stelle. Und hier der Sand der Zeit, nicht das Rad der Zeit, der Sand der Zeit. Ne? Und unheimlich gut fand ich diese Magier-Serie. Ich weiß gar nicht, ob sie weitergeführt worden ist. Die hat damals mit dem dritten Band aufgehört und lange, lange, lange kam da nichts mehr. Also mit lange, lange meine ich viele Jahre. Über ein Jahrzehnt habe ich darauf gewartet, dass noch was kommt, aber da kam nichts mehr. Im Prinzip hat Wolfgang Holbein so ein bisschen Lovecraftschen Einfluss mit reingenommen. So ein bisschen die großen Alten und Magie und so in der Art von Necronomicon und sowas wurde erwähnt, beziehungsweise macht der Magier mit und erbt dann quasi von alten Ahnen quasi ein magisches Gespür und eine intuitive Anwendfähigkeit von Magie und wie man in Situationen handelt, wenn die großen Alten auf einmal auftauchen oder was mit den Kulten und so, was damit zu tun hat und so weiter und so fort. Also für alle Horror Interessierte in der Hinsicht, aber vor allen Dingen Lovecraft Interessierte, sollte man da mal ein Augenmerk drauf machen. Wolfgang Holbein ist ja auch wirklich ein sehr starker deutscher Autor in vielen Fantasy-, Science-Fiction- und Horror-Bereichen. Ja, vor allen Dingen Fantasy-Autor schlechthin. Ne? Und da sollte man wirklich mal reinschauen. Spielt in der Moderne, in unserer Jetztzeit sozusagen, beziehungsweise vor 20 Jahren vielleicht, ja, Ende 90er, Anfang Nuller Jahre. Und nimmt so ein bisschen, wie gesagt, Lovecraft-Einfluss mit in diese unsere jetzige Zeit sozusagen. Unheimlich stark fand ich das wirklich gut zu lesen, hat mich richtig reingesogen und ja, habe mich jetzt beim Umzug, beim Sortieren von Büchern und sowas alles wiedergefunden sozusagen und wollte ich einfach mal einen Hinweis da lassen. Gute Reihe. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es kennt oder was ihr davon haltet, wenn ihr es kennt. Ja. Ciao.